So. Also den Bürgermeister würde ich auch gerne noch ein bisschen um eine Subventionierung bitten. Aber so viel ist es ja nicht. So viel kann ich da nicht verlangen. Weil der hat mir ja schon mein ganzes Forstequipment subventioniert und ich verkaufe das jetzt und schlag da Geld raus. Wenn er das spitz kriegt, dann bin ich einen Kopf kürzer. Aber zumindest so ein bisschen was würde ich gerne nochmal. Eine kleine Subventionierung, vielleicht ist da was drin. Okay, dann fahre ich mal gerade. Oder warte mal, was ist denn? Ich muss noch mal kurz in die Bücher gucken. Kann mal gucken, was unser Steuer noch wert ist. 76, den kriegen wir vielleicht noch für 90.000 los. Könnte ich mir einen kleineren und einen anderen holen. Dun, dun, dun. PS. Das können wir damit anstellen. Sämaschine. Alter, die sind, oh Gott, brauchen die viel PS, ey. Sonnenblumen, Soja. Soja ist schon mal gut. Oh, dann brauche ich wieder irgendwas zum Erde aufreißen. 140. Aber so einen starken Traktor kriege ich halt nicht wieder. Oder wobei, der hat auch nur 175 PS. Was sollen wir da tun? Was sollen wir da tun? Der Ford. PS ist auch nicht so die Kante. PS für 62, dann. PS kosten 113.000. So, verdammt. Hallo? Hallo, sorry, dass ich so Telefonterror machen muss. Aber als Frage, wollen Sie einen Preis fürs Traktorrennen sponsern? Ja, nein? Ich hatte um Anruf gebeten. Ich dachte, jetzt geht's um meine Belange. Echt? Sie haben um Anruf gebeten? Ja. Oh, sorry. Ja, dann sagen Sie erstmal Sie. Ich wollte fragen, ob es eine Kleinsubventionierung irgendwie für neue Landwirte im Land gibt. Könnte ich Ihnen die Liste mal vorlesen? Also für neue Landwirte können wir vielleicht mal schauen, was wir da so machen. So vielleicht, also ich hatte so an vielleicht einen befristete Subventionierung für 2 Wochen oder so gedacht oder 3 Wochen. Oder keine Ahnung, dass sie erstmal ein Feld zur Pacht gratis bekommen?
Das wäre vielleicht auch was. Also so bis es halt ausläuft, so eine gewisse Zeit. Ja, das wäre auch was. Also Sagen Sie mal, wo Sie sind, dann kann ich mal zu Ihnen kommen. Dann ich bin zu Hause unten. Okay, dann komme ich da mal schnell angeflitzt. Jo, gut, bis gleich. Bis gleich. Okay, ja, das ist ja vielleicht auch was. Ich muss nur überlegen, wie ich... Auch vom Jürgen brauche ich auf jeden Fall dann Unterstützung. Der muss mir irgendwie ein Silo hinstellen. Das ist wahrscheinlich alles zu teuer. Ich rufe den mal an. Hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Und zwar einmal eine Rechnung fürs Spritzen. Ja, das wäre wie viel? Das wären 2200. Sie sind falsch verbunden. Der angerufene Teilnehmer ist gerade belegt. Wie viel haben Sie gesagt? 2200. Okay, Moment, Rechnung kommt. Herr Neumann. 2100. Ja, genau. Okay. Perfekt. Gut. Haben Sie die Felder im Blick? Nicht, dass die Witter aus Versehen hier. Sie wissen schon. Ja. Das erste Feld ist auch schon fertig gedüngt. Das zweite ist gerade gemacht. Wird gerade gemacht. Ah, ja, gut. Und dann ist es ja auch bald soweit, dass wir ernten können. Genau. Mit dem Ernten fangen Sie bitte einfach an, sobald es soweit ist, gell? Denken Sie dran. Aber heben Sie die Menge. Notieren Sie sich die Menge. Ja, die Menge notiere ich mir. Okay. Gut, und wo wir schon dabei sind, ich würde Sie morgen um 10 Uhr zum Landhandelfest einladen. Zum Landhandelfest, da wäre ich gerne, da komme ich auf jeden Fall vorbei. Vielleicht können wir dann ein bisschen Korn durch die Gegend schmeißen, wenn es schon geerntet ist. Wenn es schon geerntet ist, kommt drauf an, wie schnell das fertig ist. Okay, gut, dann bis morgen, spätestens. Bis morgen. Bitte. Tschüss. Ja, tschüss. So, jetzt den Jürgen nochmal. Muss der Herr Reinhard halt gleich mal ein bisschen warten. Ah, da ist er. Hallo? Hallo, Herr Reinhard. Ah, ja, da. Wundern Sie sich nicht, mein Telefon schellt wahrscheinlich gleich nochmal. Aber wir können schon mal loslegen. Okay, und zwar, jetzt muss ich mal kurz meine Liste öffnen. Weil das ist unmöglich, die auswendig zu wissen. Nicht die mal und da könnten wir mal schauen, ob wir da was finden. Wie gesagt, Traktor haben sie ja sogar schon, das ist ja ganz gut. Ja. So. Dann. Also, wollen Sie irgendwie in die Viehwirtschaft vielleicht einsteigen? wenn, hätte ich gedacht, dass ich vielleicht so ein bisschen die Kleidungsindustrie unterstützen möchte. Also Schafe. Genau. Gut. Schafe produzieren keinen Mist, keine Gülle. Oh, jetzt mein Telefonat. Ich muss gerade überlegen, was ich mit dem. Hallo? Hi! Hi Jürgen. Warte mal, ich muss gerade überlegen, was ich von dir wollte. Kannst du mal bei mir vorbeikommen? Ich hätte da einen Auftrag für dich. Und zwar Planung von einem Hochsilo. Mhm. Je nach Preis Ausführung. Okay. Vielleicht bringst du den Knoll auch gleich mit, dass du hier die Statik vom Boden misst oder so. Wie viel hier drauf passt.
Aber dass wir hier irgendwas planen. Geht in erster Linie um einen Hochsilo und vielleicht auch noch einen Fahrsilo. Okay. Oder... Nee, warte mal. Also es geht um einen Hochsilo und auf jeden Fall eine Schafweide. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Okay. Fahrsilo lassen wir mal. Also Hochsilo und Schafweide. Eine kleine. So viel Geld habe ich leider noch nicht. Ja. Okay. Gut. Und dann bringst du den Knoll einfach mit, dass der die Planung hier mitmacht. Ich glaube, der hat momentan einen anderen, aber ich kann das auch alleine machen sonst. Okay, ja, das passt. Passt. Okay. Okay, dann komme ich nachher vorbei einfach. Jo, passt. Weil ich bin gerade noch am Mähen. Okay. Jo, ciao. Bis dann, ciao. So, jetzt der Reinhard. Zurück zur Sache. Gut, also. Zum Beispiel, Sie könnten, das sind jetzt nur einzelne Subventionierungen, wenn Sie statt Spritzen zum Beispiel einen Striegel nehmen, wird der mit 66% gefördert. Jetzt genau für die Schafsache haben sie nichts. Mal schauen, was meine inoffizielle Liste hergibt. Ja, weil das wäre ja schon, sage ich jetzt mal, ökologischer Landbau hoch 10. Das stimmt. Weil die Wiesen werden bei mir nicht gespritzt. Kommt selbst Gülle kommt nur sehr selten drauf. Das ist gut. Ja, da könnten vielleicht so 30-40%, also von den Tieren. Also von den Tierkosten oder von, ja, vom Gebäude? Gute Frage. Also im Moment kommt leider sowieso, wenn überhaupt, glaube ich, nur eine kleine Schafweide in Betracht. Also sie müssen es ja eigentlich... eine Schafweide, fast 80 Schafe... So ein Schaf. Sie können sich's aussuchen. Was kostet denn ein Schaf? Boah, das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Moment, ich rufe mal kurz jemanden an. Tschüss. Ja. Hallo, Herr Peter. Ich habe kurz eine Frage. Sie sind Händler, gell? Ja, bin ich schon seit immer, ja. Ja, genau. Da wollte ich gerade mal fragen, wissen Sie, was ein Schaf kostet? Wiederholen Hallo. Sie nochmal, sagen Sie nochmal, ich bin Händler. Sagen Sie das nochmal. Ich bin Händler. Falsch formuliert. Achso. Sie müssen sagen, du bist Händler. Sie sind Händler. Richtig. Ja, was kostet denn jetzt ein Schaf? Ich bin Händler, kein Tier. Na, aber die Schafe werden doch auch verkauft hier. Ja, aber nicht von mir. Ich bin Maschinenhändler. Haben Sie eine Ahnung, wer das wissen könnte? Vielleicht der Bürgermeister. Nee, der steht neben mir mehr. Neben mir, der hat genauso wenig Ahnung wie ein Schwein von höflich essen oder so. Okay. Ach, ja. Gut, dann passt erstmal. Danke. Ja. Tschüss. So, unser Händler hat auch keine Ahnung. Okay. Jo, wollen wir es dann vielleicht doch lieber auf dem Stall machen? Ich würde den Stall erstmal vorstrecken und dann würde ich mich nochmal bei Ihnen melden. Okay, also dann streichen wir erstmal auf, dass es sich aussuchen können. Was hatten wir gesagt? 30%. 30%. Entweder auf Schafpreis oder auf die Weide. Weidenpreis, genau. Genau. Wird Strautmann irgendwie gefördert oder so? Also Ladewagen? Ladewagen. Muss ich mal meine intelligente Liste fragen? In der Liste steht nichts, aber wir können mal schauen, was wir da machen können. Oder, Ladewagen. Meinen Sie den ganz kleinen Strautmann-Ladewagen? Naja, viel mehr werde ich mir jetzt nicht leisten können. Ja, stimmt. Außerdem, wenn Sie nicht den Schafstall proppevoll machen. Ja, eben. Von dem her, also. Und wenn Sie viel ins Silo machen. Außerdem brauchen Sie nicht so viel PS dafür. Das ist auch wahr.
schauen Sie sich mal ganz groß Teil an. Das können Sie nur mit 1050 ziehen. 250 Ach PS. Gott, wie soll ich denn das machen? Nee. Okay, Den kleinen Ladewagen, ja. Wollen wir den mit auf die 30% machen, dass der auch noch von den 30%? Naja, ich will sie jetzt auch nicht ausbeuten, Herr Bürgermeister. Gehen wir mal, lass mal den mal runter. Was kostet Mehrwerke? Ist da irgendwas mit drauf? Boah. Nee. Okay. Sind drauf Dünge, Striegel, Flüge und bei den Traktoren, aber da könnten wir vielleicht so beim Mehrwerken vielleicht so 10-15%. Bei den Traktoren? Bei den Traktoren ist es halt so, sie können nur welche mit AdBlue werden subventioniert. Also mit 7,5% ist da der Okay. Es sei denn Großtraktoren, aber ich denke mal, das fällt eh raus. Also es kommt nur bei mittelgroße Traktoren in Frage. Aber wenn ich Ihnen mal einen Tipp geben darf. Ja, bitte. Wegen dem Traktorenrennen. Den ja. Preis, da wird als erster Preis spendet der Hans-Peter seinen alten Zetor Kristall. Ja, ich will ja vorwärts kommen und nicht schieben müssen. Ja, okay. Aber gut, nee, vielleicht danke. Können wir da auch. War ja nur ein Tipp. Vielleicht. Okay. Okay, machen okay, wir mal okay. 10%. Auf was? Auf den Traktor. Warum auf den Traktor? Sie wollten doch wissen, wie viel auf den Traktor subventioniert wird. Ach so, ja, genau. Unabhängig von AdBlue oder nicht? Ja, machen wir jetzt mal unabhängig. Weil sie halt wegen der Schafe. Mhm. Da muss ich gerade mal was gucken. Okay. Und bei den Kompakttraktoren ist es sowieso mit AdBlue fällt das raus. Weil sie an Kompakttraktor gedacht haben. Ja, genau. Weil da gibt es ja irgendwie keine. Und die sind ja auch kleiner und deswegen auch sauberer. Mhm. Okay. Okay, mhm. Okay, okay. Gut, und wie viel ist jetzt bei Traktoren? 10%? 10. Okay. Also. Gut. Also, dann gebe ich Ihnen jetzt durch, was ich mir da an Traktor neu anschaffen werde. Warte, ja. Okay. Das wäre. Kategorie. Kompakt. Mhm. Den Ford 40er Serie. Ford 40er Serie. Mhm. Mit Trelleborg Standard. Oder? Mhm. Nee, mit Radgewichten. Mit Radgewichten, okay. Mit Luftfilter. Selbstfilter. Ja. 8340 Motor. 1340. Und Frontlader. Und Frontlader. Gut, der kostet 55.850. Ja, wären dann 5.000. Ja, 5.500 ungefähr. Genau. Also das würde ich Ihnen zusagen, dass ich den auf jeden Fall nehme. Okay. Und wie gesagt, bei der Weite muss ich mich nochmal melden. Okay, dann kriegen Sie jetzt schon mal diese 5.500. Okay. Genau so wollte ich das haben.